Ich glaube, der erste Kampfpanzer war noch nicht richtig zugesagt. Da kam aus der Ukraine schon die Rückmeldung. Danke und jetzt bitte Flugzeuge und U-Boote. Ich würde jetzt unfassbar gerne sofort Flugzeuge und U-Boote schicken, weil ich so gespannt bin, was danach kommt. Ja. Vielleicht fordern Sie dann klingonische Disruptorkanonen. Ich bin nicht ganz sicher. Wir sollten vielleicht nicht ganz vergessen, dass die Ukraine zwar unbestreitbar Opfer dieses Krieges ist, aber auch ein Oligarchenstaat und kein Land, für das ich jetzt gern in einen Weltkrieg ziehen würde. Und wenn die Ukraine zwar mit hoher moralischer Berechtigung, aber nicht ganz uneigennützig von uns fordert, in diesen Krieg mit einzusteigen, da finde ich es gut, wenn der Kanzler erstmal intensiv und lange nachdenkt. Zumindest. Oh. Mit dem Applaus habe ich nicht gerechnet. Er sollte er so lange nachdenken, wie man auch nur ansatzweise keine richtige realistische Idee hat, wie dieser Krieg jemals enden könnte. Ich vermute, dass Russland als Atommacht höchstwahrscheinlich niemals sagen wird, oh, wir haben uns vertan, wir gehen wieder. Wo ist also die Perspektive? Aber was weiß ich, vielleicht wissen es andere besser. Die einen sagen, wir müssen die Russen kaputt machen. Alle kaputt. Andere sagen, der Putin ist ein lieber Kerl, die Amis haben ihn gezwungen. Beides ist so ein bisschen. Ne? In Russland werden jetzt die Schulkinder motiviert, dass wenn sie gut sind in der Schule, dass sie dann das Ohr von einem ukrainischen Soldaten bekommen. Das sind kinderliebe Menschen, kann man sagen. Ne? Und alle bei uns hier wissen tausende Kilometer entfernt genau, was zu tun ist. Das ist das Wesen der Demokratie im Grunde, dass alle Bürger wissen, wie es richtig geht, außer denen, die in der Regierung sind. Und dann fordert der Wutbürger, wir brauchen mal einen, der mal richtig aufräumt. Da bin ich skeptisch. Wenn meine Mutter früher gesagt hat, ich räume bei dir auf, dann war am Ende immer alles weg. Also...